Liebe Mitbürger und Mitpolitiker. Und nun kommt ein Video. 19. April. Zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn es der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. 1. Petrus 3, Vers 17. Später, als Jesus die Stadt verließ, sah er einen Steuereintreiber namens Levi vor seinem Zollhäuschen sitzen. »Komm, folge mir nach«, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf, ließ alles liegen und folgte ihm nach. Hältst du jetzt das mosaische Gesetz? Hältst du den Sabbat? Und heute möchte ich halt speziell über den Schabbat, den Sabbat sprechen. Und warum wir den nicht halten müssen. Ja, es gibt sehr viele Gruppierungen, wie zum Beispiel die Sieben-Tages-Adventisten, die ganz klar behaupten, wir müssen den Sabbat halten. Das stimmt aber nicht. Und das werden wir uns heute mal genauer anschauen, warum das so ist. Er sah einen nach dem anderen an und sagte dann zu dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder gesund. Darüber gerieten die Gegner von Jesus außer sich vor Zorn und sie begannen, Pläne zu schmieden, was sie gegen ihn unternehmen könnten. Gemäß Gottes Willen gibt es diese beiden Möglichkeiten. Es entspricht dem Willen Gottes, dass du leidest, indem du das Richtige tust, so dass du geistlich gestärkt und er dadurch verherrlicht wird. Sprüche, Kapitel 13. Wer guten Rat ablehnt, dem geht es schlecht. Wer ihn aber befolgt, der wird belohnt. Der Rat eines weisen Menschen schenkt Leben. Wer ihn annimmt, entkommt den Fallen des Todes. Soweit die Bibellese für den heutigen Tag. Die Losung von heute steht in Psalm 37, die Verse 23 und 24. Der Herr festigt dem die Schritte, dessen Weg ihm gefällt.